Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eickel und der Stadt Salzkotten. Landwirte aus aller Welt brauchen Produkte, die ihnen dabei helfen, produktiver zu sein. Und Landwirte, sie gebrauchen auch Müller Elektronik aus Salzkotten. Warum das so ist? Nun, ob automatische Lenkung, GNS-Technik und Produkte für die Aussaat, für die Düngung und für den Pflanzenschutz, all das gehört zum zusätzlichen Liefersegment des Salzkottener Unternehmens. Einen zusätzlichen Schub erhielt Müller Elektronik, als sich 2017 mit Trimble, ein führendes Technologieunternehmen für GPS-Systeme, hier einkaufte. Und jetzt konnte das Salzkottener Unternehmen ein weiteres Joint Venture vermelden. Am 1. April kam zu der US-Mutter des Unternehmens, der Trimble Group, mit der amerikanischen Echo Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen dazu. Daraus entstand mit PTX eine neue führende Marke. Geschäftsführer Robert Fraune zum neuen Joint Venture. Für die Salzkottner ist sicherlich Müller Elektronik ein bekannter Name. Müller Elektronik ist 2017 vom amerikanischen Trimble-Konzern übernommen worden und ist dort Teil der Organisation One Agriculture geworden, One Ag. Und dieser Bereich von Trimble geht jetzt in ein Joint Venture mit dem US-amerikanischen Unternehmen Echo. Und Echo ist bekannt für seine Marken Fendt, Valtra und Massey Ferguson zum Beispiel. Den Mitarbeitern wurde das neue Joint Venture vorgestellt. Mit der Gründung von PTX Trimble erweitert Echo sein umfassendes Technologieangebot in der Landwirtschaft um Autonomie, Präzisionsspritzen und eine digital vernetzte Landwirtschaft. PTX ist unser neuer Markenauftritt und PTX steht für Precision, das P, T, für Technology und das X ist der Multiplier, weil PTX ist ein Überbegriff und die vielen, vielen Marken, die wir unter PTX vereinen, sind eben dann die Multiplier, die diese Marke eben unheimlich stark machen. Letztendlich bündeln wir Kapazitäten, bündeln wir Entwicklungsabteilungen, sowohl von einem großen Traktorhersteller, aber auch von uns, die wir Lösungen für Anbaugeräte schwerpunktmäßig machen. Und unser Ziel ist es eben, Lösungen zu entwickeln, die deutlich kompatibler sind, die besser funktionieren und die dem Landwirt Mehrwert bieten. Als der Firmengründer Heinrich Müller Ende der 70er Jahre einen Taschenrechner zu einem Hektarzähler umfunktionierte, wurde hier der Grundstein zu einem erfolgreichen Unternehmen gelegt. Schwebt da heute noch so etwas wie die Philosophie des Gründers mit hinein? Ein Stück weit schon. Ja, wir verstehen uns, obwohl wir Teil eines großen Konzerns sind, hier am Standort als eine Gemeinschaft, vielleicht nicht mehr unbedingt ein Familienunternehmen, aber eine Gemeinschaft, die wie eine Familie zusammenarbeitet, wo sehr, sehr viele auch private Kontakte der Mitarbeiter sind und ein Stück weit ist dieser Geist halt noch da, ja. Bleiben Sie auf Dauer erfolgreich und für die Stadt dann auch noch ein guter Steuerzahler? Das ist absolut natürlich das Ziel eines Joint Ventures. Ja. 2 Milliarden Euro hat diese Übernahme gekostet und natürlich müssen wir Geld verdienen, anders geht das nicht. Haben Sie vielen Dank, Herr Fraune. Vielen Dank für Ihr Kommen. Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.